Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rogue Galaxy. Ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen in Serat umsehen und ein bisschen mit Leuten quatschen. Ich bin vor etwa 10 Jahren nach Serat gezogen und ich habe mich immer noch nicht an die vielen Leute gewöhnt. Okay, das ist echt schön für dich. Der Heimweg von der Schule ist die beste Zeit des Tages, hurra! Wenn du weiterhin so viel von dem Süßkram isst, verfaulen deine Zähne, glaube mir. Okay. Anscheinend ist auch dieses Problem in der Zukunft noch nicht gelöst. Das ist wieder mal typisch. Da bleibe ich ausgerechnet hier hängen und dabei finden auf Vedan wichtige Verhandlungen statt. Okay. Wir können uns hier wirklich mit unzähligen Menschen unterhalten. Du kennst Mio nicht? Dann waren 80% deines Lebens völlig sinnlos. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Okay. Wer ist Mio? Ja, wir sind ganz große Mio-Fans. Wir würden unsere Mio immer und überall beschützen. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. So, den Raumhafen können wir, glaube ich... Oh, können wir auch ansteuern. Nur dann. Schauen wir doch mal. Oh. Kisten. Göttliches Heilen erlangt. Da brauchen wir den Sternenschlüssel für. Alles klar. Wie gesagt, wir werden heute wahrscheinlich nur ein bisschen erkunden. Ich hatte mich sehr auf die Reise gefreut, aber die Batterie macht mich fertig. Ja, ist klar, ne? Das Linienraumschiff ist außer Betrieb. Wir entschuldigen uns für die Verspätungen. Okay. Fast wieder bei der Bahn hier. What? Was bist du denn? Hey, seid ihr von einem anderen Planeten? Ihr seht zwar recht normal aus, aber diese alten Waffen verraten euch. Hey! Das ist eines der 7 galaktischen Schwerter. Wage es nicht! So ein Pech, dass ich ausgerechnet dann ankomme, wenn das blöde Raumschiff streikt. Aha. Ist das ja auch alles computergesteuert? Dieser Planet hält mich wirklich auf Trab. Moment, das war Lilika. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Ich will mit deinen 2... Die Leute vertrauen auf dieses Linienraumschiff. Es ist schlimm, wenn sie ausfallen. Ja. So, lasst mich euch was zeigen. Wir können mit Lilika spielen und seht euch mal diese Animation an. Oh. Oh, look at that. Okay. Genug rumgespielt. Was hast du mir zum Erzählen? Hannibal. Pass auf, wenn die Reise wie so abgelaufen ist, sollst du das Tor nicht benutzen. Und ich fresse dich. Okay. Ah, wir können trotzdem das Tor benutzen und gleich mal einen Shortcut zum Hafen freischalten. Eric? Offensichtlich kann das Schiff aufgrund eines Computerschadens nicht abheben. Naja, sowas passiert halt. Okay. Ihr seid alle ziemlich gechillt, möchte ich meinen. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Weil, wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung, was alles hier geht. Raumschiffe sind so cool. Eines Tages werde ich für Datron arbeiten und selbst ein Riesenraumschiff entwerfen. Okay. Oder bei Bleach mitspielen. What? Elfenbein und Ebenholz? Okay. Miau. Alles klar. Hey Frank. Bitte gib mir sofort Bescheid, wenn du irgendwelche verdächtigen Personen siehst. Ja, ich gebe Bescheid. Du bist verdächtig. Die Sicherheitssysteme von Datron sind perfekt. Zumindest waren sie es bisher. Okay. Ich wollte den Linienraumschiff eine Chance geben, aber die Warterei ist ja lächerlich. Ja, I feel you, bro. Oh, oh, geil. 3 Kisten. Die werden wir gleich mal plündern. Nullpunktstein. Okay. Geisterglocke. Nice. Und Traumblumenasche. Wonderful. Ja, ja, es lohnt sich hier, sich ein bisschen umzuschauen, glaube ich. Das, wie gesagt, werden wir jetzt auch tun in dieser Episode. Colette. Ich habe gehört, dass bei der Galaxiegesellschaft auch Probleme gibt. Ich frage mich, was da vor sich geht. Hm. Naja, es gibt überall Probleme, wie es aussieht. Dumm gelaufen, wie? Dann schau dir doch die Sehenswürdigkeiten an, bis das Raumschiff wieder funktioniert. Okay. Das Linienraumschiff ist wohl ausgefallen. In solchen Momenten hätte ich gerne mein eigenes Raumschiff. Alles klar. Okay. Ihr habt alle nur euer Raumschiff im Kopf. Ist okay. Schaut euch mein Schiffchen an. So, jetzt speichern wir erstmal das Ganze, würde ich sagen, weil es ist einiges passiert in der letzten Episode. Und es wäre zu blöd, wenn ich alles nochmal machen müsste. Ich habe ehrlich gesagt keine Erfahrung, ob das Spiel in irgendeiner Weise abstürzt auf der PS4 oder whatever. Also, ich habe es mal angezockt. Ja, etwas weiter angezockt, wie man aber den Speicherstand erkannt hat, aber... Oh. Es ist nichts derartiges passiert eigentlich. Silberarmreif, jawohl. Maximal Heilung, das ist gut. Ein eigenes Raumschiff ist so praktisch. Man kann jederzeit am Raumhafen gehen und einfach wegfliegen. Außer der Plot-Twist lässt es, oder der Plot an sich lässt es nicht zu.
So wie dieses Mal. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas Schönes? Nein. Alle Ecken durchsuchen. Hajo. Okay, ich vergesse immer, dass ich X drücken muss, wenn ich hier raus will. Oh, was hat Lucrezia für uns? Passagiere, die auf das Linienraumschiff warten, sollten ihren Pass bereithalten. Oh mein Gott. You are hot. Okay, alles klar. Gut. Die Kiste werden wir dann wohl später öffnen können. So, lasst uns mal ein bisschen weiter herumgurksen. Wow! Ein rosa Hai. What? Klingt so, als ob viel mehr Menschen abgeholt worden wären, seit die Gesetze verschärft wurden. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. In letzter Zeit wurden die Wachen wirklich verstärkt. Es erdrückt einen förmlich. Aha. Tja, hier scheint irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen. So, jetzt gucken wir uns mal den Laden an hier unten. Ja, ich möchte gucken, was er hier hat. It's a Shark Shop. Ja. Was hast du für mich, Kollege? Heiltränke. Kaufe ich mal 3 Stück, dass wir wieder auf 30 sind. Oh, Maximalheilung. Oh, Dreifachheilung. Kaufe ich sofort 7 Stück. Energietränke. Kaufe ich auch gleich mal 2 Stück, dass ich da wieder drauf bin. Dreifachdosis. Kaufe ich auch gleich mal. Jawohl. Elixier. Kaufe ich auch 2 Stück. Wiederbelebung. Kaufe ich... Oh, erstmal 4 Stück, glaube ich. Kraftstern. In der Schlacht wird die Angriffskraft aller Verbündeten... Okay. Ach, das sind, glaube ich, Items, die man einsetzen kann. Aber wir brauchen diese Items auch zur Enthüllung. Aber wir können sie nur mit Platin-Lizenz kaufen, okay. So, was haben wir hier schönes? Granat... Ne, den kennen wir schon. Weißer Blitz. Hm. Der wäre nicht schlecht für Zagram. Auch wenn Zagram ein Arschloch ist, wir werden ihn trotzdem ausrüsten. So. Hey, Romeo. Mir reicht's jetzt mit dem ganzen Verkäufermist. Ich hätte mir einen einfachen Beruf nehmen sollen. In der Fertigung oder so. Tja, am Fließband, ne? Schaut euch meinen Schwanz an. Ist das nicht das Tollste, was ihr je gesehen habt? Oh, shit, Alter. Jetzt gibt er wieder mal mit seiner Schwanzgröße an. Eingebildeter Fatzke. Ach, bitte, Leute. Hey, du siehst ziemlich gut aus. Hast du Lust, als Model für mich zu arbeiten? Nein, Geralt, nein. Irgendwo muss es hier doch eine schöne Sensationsstory geben. Okay. Oh mein Gott, ja. Look at all the people. Man könnte eigentlich sagen, dass ich das Spiel eigentlich mittlerweile blind spiele. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, dass ich das Spiel vor, keine Ahnung, 15, 16 Jahren das letzte Mal gespielt habe. Ist natürlich eine Stange Zeit. Deswegen lasse ich mich einfach erfreuen. Die Soldaten sind so süß, sie verteidigen den Frieden in Serat. Ach du meine Güte. Vom anderen Ufer, wie? Nicht, dass sie was dagegen ist. Draxil war in letzter Zeit ziemlich ruhig. Vielleicht haben sie genug vom Krieg. Okay. Der Krieg zwischen Logadia und Draxil dauert jetzt schon über 100 Jahre. Oh mein Gott. Ha, eine Kiste. Hey, ich habe ein Bild von Mio, wollt es kaufen? Wie bitte? Nichts gibt's. Nicht, wann du das Geld nicht dabei hast. Okay, wie viel Geld möchtest du denn, Digga? Für das Bild. Wer ist Mio eigentlich? Habt ihr schon das Neueste gehört? Der Admiral ist verschwunden. Und das jetzt, wo der Krieg bald zu Ende ist. Was da wohl passiert ist? Ha. Mysteriös, mysteriös. 3 Rubine erhalten. Ja, nice so. Nehme ich doch gerne mit. Alles klar. Alles Klärchen. Alles Bärchen. So. Wir reden mal mit... Ne, mit der habe ich schon geredet, glaube ich. Oder mit ihm. Mit dem Etwas. Ich weiß es nicht. Was hat der Peter mir zum Sagen? Reisende, bleib mal auf dem Teppich. Hä? Hier liegt gar kein Teppich. Von der Hauptstraße aus kann man an alle möglichen Orte gelangen. An alle möglichen Orte. Alles klar. Oh, hey, der Typ heißt so wie ich. Sag mal, findet ihr das nicht seltsam? Hier gibt's mehr Soldaten als sonst. Weiß ich nicht, wir sind das erste Mal gerade da. Ach Mist, ich kann so einfach nicht arbeiten. Irgendwie glaube ich, dass wir heute frei nehmen sollte. Ja, ist ein guter Plan. Ah, so ein Mist, ich glaube, dass ich mein Geldbeutel verloren habe. Leute, passt auf euer Zeug auf. Okay. Machen wir doch. So viele Menschen. Gerade hat so ein Typ viel mehr genommen, als ich erwartet hatte. Bei all den Leuten ist es wirklich einfach. Okay. Das Insektron ist im Moment der neueste Trend in Serat. Alles klar. In dem Luftmobil, was da eben vorbeigeflogen ist, saß eine absolut heiße Braut. In der Stadt ist es wohl tatsächlich anders. Okay. Du hast aber einen ausgefallenen Modegeschmack. Nennst du das trendy? Das sagt der Richtige.
Ich meine, gut, Sci-Fi und Mode ist ja jetzt nicht so, ne? Wenn ich müde bin, ist das der einzige Ort, wo ich mich ausruhen kann. Alles klar. Warum gehst du nicht einfach ins Bett? Die Leute kommen von überall aus der Wilhelser-Galaxie hierher. Okay. Scheint wohl so. Oh, wir gehen mal hier hin. Beziehungsweise gucken mal, was hier geht. Die Arbeit hier ist brutal. Ich mache das schon seit Jahren. Alles klar. Was ist das? Hinter dem Tunnel. Westsektor. Okay. Ach so. Ja dann. Gucken wir uns den westlichen Sektor doch mal an. Wie gesagt, ich habe schon mehrmals gesagt, glaube ich, aber was mich an dem Spiel tatsächlich sehr stört, ist einfach die Tatsache, dass man nicht rennen kann. Weil ich finde es zwar schön, dass wir die Möglichkeit haben, uns zwischen den Teleportern hin und her zu warpen, aber die Laufgeschwindigkeit ist einfach so erbärmlich langsam, wie man sieht. Und die Gebiete sind halt echt riesig. Riesig. Das sollte aber das ganze Spiel nicht schmälern. Oh, look at that ass. Ja, wir haben eine schöne Aussicht vor allem. Und Lilika hat schön wenig Klamotten an. Das ist natürlich auch ziemlich nice. So, was haben wir hier? Wow. Ohne Anhaltspunkt. Nein, mit dir wollte ich nicht reden. Ich wollte mit diesem Typen hier reden. Alter, der sieht aus wie Bibor. Ist der Typ von Turtles so Bibor? Wenn du so rumschlenderst, kriegst du es mit schweren Jungs zu tun. Pass auf. Alles klar. Give me this shit, man. Dreifachheilung, nice. Lapis Lazuli, auch nice. Können wir gebrauchen. Okay, der Typ ist anscheinend krank. Kennst du das Rosenwerfer? Er ist der Chef im Gefängnis hier und echte Riese von einem Mann. Wenn der dich verhört, brichst du zusammen, egal wie zäh du bist. Information zur Info-Ecke hinzugefügt. Oh, okay. Interessant. Aha, ich kann ein bisschen einkaufen. Wenn du kein Geld mehr hast, kannst du etwas verkaufen. Am besten seltene Gegenstände. Okay. Willkommen. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas zum was Seltenes zum Verkaufen habe. Weil wir können Toadie verkaufen. Nein. Keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Weil, wie gesagt, Waffen möchte ich eigentlich nicht wirklich verkaufen. Weil ich brauche sie tatsächlich zum Synthetisieren. Alles klar. Gucken wir uns mal um hier. Ausdauerextrakt. Ah, nö. Seranium. Okay, brauche ich im Moment nicht. Iserium auch nicht. Bonbon. Zur Enthüllung? Ja. Okay, dann kaufe ich mal 3 Stück. Jiraika Kaffeebohnen habe ich auch welche. Alles klar. So sei es. Was ist das? Okay, scheint eine Werkstatt oder so zu sein. Moment, war da eine Kiste? Ja, auch die Kamera, das Kameradrehen ist ein bisschen zu schnell, meiner Meinung nach. Manchmal. So, wäre es mal den Shortcut hier freischalten. Wenn du so rumläufst, werden die Leute denken, dass du irgendein dahergelaufener Trottel bist. Sag mir der, der aussieht wie ein dahergelaufener Trottel. Was hast du zu sagen, Franny? So ein dunkler Ort wie dieser ist genau richtig für einen Niemand wie mich. Ach du meine Güte. Oh, hey. Mau? Okay. Ich dachte, du hast mir mehr zu sagen. Können wir hier rein? Nope. Schade. Ha. Huh. Ich habe keine Ahnung, wo mich diese Gassen hier hinführen, aber... Okay, da kann ich auch nicht hoch. Alles klar. Aber wir werden es herausfinden, denke ich. Es ist mein Traum, die Galaxie nach den Regeln der Wissenschaft zu beherrschen. Mit der Technologie der Daytrain-Gesellschaft und Serat könnte dieser Traum sogar bald in Erfüllung gehen. Alles klar. Wenn du meinst, Digga, wenn du meinst. Direkt gegenüber liegt das Rosenwerfer-Gefängnis. Da ist ein grausames Gefängnis, das von einem Gefängniswärter geleitet wird. Ach warte, jetzt hör aber auf. Es gibt Gefängniswärter im Gefängnis? Ja, krasser Shit. Jana T. Es soll unmöglich sein, aus dem Rosenwerfer-Gefängnis auszubrechen. Es gibt einfach keine Möglichkeit. Ha. Schauen wir mal, ob es tatsächlich so ist. Oh, Snow. Hey. Ja. Snowy hat in diesem Spiel mehr Charakter, wie es ein Snowy in Final Fantasy 13 haben kann. In letzter Zeit sind die Soldaten nervös. Ich kann nichts dagegen machen. Ich will nicht beim Däumchendrehen erwischt werden. Ja, dann mach's halt nicht. Was, du willst die Sehenswürdigkeiten ansehen? Da bist du aber falsch hier. Okay. Gut, ins Gefängnis können wir wohl momentan nicht. Ich gucke jetzt mal, dass ich den guten Simon ein bisschen ausrüste, weil er hat immer noch seine Standardausrüstung.
Das soll sich natürlich ändern. Denn auch ihm möchte ich gute Ausrüstung bescheren. So, für die gute Lilika habe ich, glaube ich, nichts im Moment. Nein. Wird sich aber bald ändern. Alles klar. Ah, hier kann man auch noch rein, sehe ich gerade. Ha. Scheint ein Waffenshop zu sein. Ich werde schon nervös, wenn ich nur eine einzigste Waffe kaufe, weil das Rosenwerfer-Gefängnis so nahe ist. Tja, scheint ein Geschäftsmodell zu sein. Direkt neben dem Gefängnis. Ich reise durch die Galaxie und schaue mir alle möglichen Waffen an. Die Unterschiede zwischen den Waffen der verschiedenen Planeten sind gewaltig und äußerst faszinierend. Okay. Oh, die Alice verkauft mir was. Die Alice. Na gut, die Waffen sind auf den ersten Blick natürlich ziemlich schwach, aber dadurch, dass man sie dementsprechend auch synthetisieren kann, sind die natürlich Bombe. Wow. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. 109. Das ist halt Windelementar. Achso, kann ich gar nicht ausrüsten. Zu niedriger Level. Ha, okay. Level was? 22. Naja. Oh, die Wildstiefel. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob ich das kaufen soll. Flammenluft? Okay, halt. Okay. Teufelsschredder. Aha. Oh mein Gott, da muss ich mich echt... Ich muss mich da echt mal reinfuchsen in diese ganz... Oh, eine Schriftrolle könnte ich kaufen. Schriftrolle 1. Flammenwurfstern. Das ist natürlich die Frage. Ich habe ja Zekrom gerade nicht dabei. Deswegen werde ich erstmal nichts kaufen. Ich muss mich da nochmal reinfuchsen in diese ganze Waffensynthetik, weil es doch einiges gibt, was man hier machen kann. Wie gesagt, das heißt, ich müsste alle Waffen kaufen, sie alle aufwerten und dann könnte ich quasi gut synthetisieren. So, wir tun uns jetzt mal zurück zum Hauptplatz. Ach so, ich kann mich... ja, okay. Ja, dann ist es eigentlich auch egal. Ich habe den Speicherpunkt im Zentrum nicht aktiviert. Ha! Dann laufen wir einfach zurück. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Wir haben ja ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Weil... ich möchte mich schon informieren wegen den Waffen, weil ich doch eigentlich, ja, so gut es geht, immer up-to-date sein möchte. Was die Waffen angeht. Ich allerdings halt nicht hundertprozentig weiß, welche Waffe ich mit welcher am besten kombinieren kann. Der gute Toadie übrigens, der gibt einen Hinweis, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Waffen oder was auch immer synthetisieren möchte, die nicht zueinander passen. Also man kann in dem Sinne eigentlich nicht failen, weil zumindest bei dem 7-Stern-Schwert hat das mir gesagt, beim Wüstensucher, ob ich das wirklich machen möchte. Das Ergebnis wäre nicht so prickelnd. Finde ich ganz nice, weil wenn die Waffe weg ist, ist sie weg und das wäre natürlich gerade bei so einer wichtigen Waffe nicht sehr gut. Hi. Man munkelt, dass Admiral Barnard oder Barnard verschwunden ist. Wer verbreitet so einen Unsinn? Weiß ich nicht. Admiral Barnard ist ein großartiger Mensch, er ist Longardias Friedensbotschafter. Ha, jetzt wisst ihr auch, warum er verschwunden ist. Ich warte auf meinen Freund, aber er ist noch nicht aufgetaucht. Es gibt mindestens in jedem JRPG eine Person, die genau diesen Text sagt. Es ist Zeit für das Ratstreffen. Ich bin gespannt, was diesmal passieren wird. Okay. Was sagt der gute Nikolai dazu? Die Longardische Armee ist die stärkste, doch sie kann sie nicht besiegen. Naja. Schauen wir mal, ob es so ist. Dominik. Ich frage mich, ob das Linienraumschiff wirklich angehalten hat. Ja, es ist immer noch nicht da, würde ich sagen. So, wir tun jetzt erstmal den Teleporter aktivieren. Wichtig. Und dann werden wir uns, bevor wir zur Raumfahrtgesellschaft gehen, erstmal auf der Ostseite der Stadt umsehen. Ja, das werden wir jetzt tun. Weil wir es können. Weil ich gesagt habe, wir werden in dieser Folge ein bisschen Sightseeing betreiben. Mein Vater arbeitet für die Datron-Gesellschaft. Er baut ein cooles Schiff. Er sagt zumindest, dass es cool ist. Okay. Mio von der Galaxiegesellschaft ist eine fantastische Sängerin. Okay. Also wenn sie jetzt auch noch aussieht wie Miku, dann alles klar. Die Raumschiffe bringt schon ziemlich faszinierende Schiffe her. Ah, wir haben noch mehr Informationen bekommen. Okay, Moment. Was bringen mir diese Informationen bitte? Ne, Rezepte ist es nicht. Kampfrekorder vielleicht. Nö, auch nicht. Wo ist denn diese Info-Ecke bitte? Hilfe? Bei Hilfe?
Nö. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Alles klar, wir werden es irgendwann bestimmt herausfinden. So. Gucken wir mal, was es dort auf dieser Seite der Stadt gibt. Es kann ja nur interessant werden, glaube ich. Wie gesagt, für viele, die das Spiel natürlich kennen, ein bisschen Lash. Viele finden das Spiel vielleicht auch langweilig, ich weiß es nicht. Vielleicht wollen viele Leute auch gar nicht, dass ich es Let's Playe, aber es ist mir eigentlich egal. Bis zu einem bestimmten Punkt. Viele finden es vielleicht ziemlich geil. Also, ich kann nur so viel sagen. Es ist ein atemberaubendes Spiel, weil es einfach jetzt nicht so von der Story, sage ich jetzt mal, so atemberaubend vielleicht rüberkommt, aber es ist einfach an sich eines, meiner Meinung nach, eines der besten JRPGs ever. Deswegen spielen wir es auch. Wie gesagt, ich sag nicht, dass es das Beste ist, sondern eines der Besten. Was seid ihr für Typen? Seid ihr zum ersten Mal in der Stadt oder was? Wenn ihr von Fremden angesprochen werdet, solltet ihr euch umdrehen und weggehen. Yo. Alles klar, Digga. Oh, eine Kiste, nice. Geohände erhalten. Oh, eine neue Waffe für Stevie Wonderboy. Nice. Oder, wie ich ihn gerne nenne, C3PO. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier was gibt. Nö, kann ich nicht hin. Ibsen. Syrah ist das Zentrum von Wilhelser. Oder Wilhelser. Es ist außerdem ein Treffpunkt für viele Jäger. Alles klar. Give me this fucking chest, man. Retro-Boombox erhalten. Ja, geil und mad. Hm, was haben wir hier Schönes? Maskulin. Die Namen, ehrlich. Sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein Erfinder. Ich gehe in den Laden, um meine Kreativität anzustacheln, aber es bringt nichts. Okay. Komm mit uns mit, da wird deine Kreativität angestachelt bis zum geht nicht mehr. Oh, Erdschlüssel benutzt. Nice. Schriftrolle 1 erlangt. Auch nice. Hua! Ach, da stehen ja auch noch welche. Ich habe keine Lust mehr, mir die Auslagen der Gegenstandsläden in Serra anzuschauen. Ja, warum tust du es denn dann? Bist du Auslagentester oder was? Joseph, was geht? Mal gucken, was du auf Lager hast. Ah. Wachtropf, so habe ich ja schon. Heißer Atem. Kaufe ich auch mal zwei Stück, da habe ich ein bisschen wenig davon. Ja, Elektrokur. Kaufe ich auch mal drei. Energielader. Okay, brauche ich aber im Moment nicht. Oh, den O3-Prozessor bräuchte ich zur Enthüllung? Ja. Okay, dann kaufen wir mal zwei Stück. Eisenwürfel. Kaufe ich auch mal drei. Eisenbretter. Kaufe ich auch mal drei Stück. Dann kann ich mal gucken, was ich eventuell... Zack. Freilegen kann. Gucken wir mal. Oh ja, wir können mit Chester was lernen. Verwirrungsabwehr. Das ist nice. Das lernen wir doch gleich mal. Nice. So, dann gucken wir mal weiter, ob es was gibt. Naja, nicht ganz. So, die gute Kilika, die Lilika, die sollte eigentlich auch einiges lernen. Oder auch nicht. Okay. Ich habe mich verirrt. Simon. Gut, wir werden mit ihm jetzt den Brennschlag Stufe 1 erlernen. Jawohl, dann ist er nämlich auch up to date. Feuer Plus werden wir auch lernen. Ich habe ja genug von dem Zeug. Jawohl. Feuerresistenz Level 2. Hm, das wäre mein letzter Nullpunktstein, ehrlich gesagt. Eis Plus auch lernen. Jawohl. Oh, Rüttelschüttel kann er lernen. Hört sich nach Erdbebenzauber an. Wäre natürlich cool. Ist auf jeden Fall ein Angriffszauber. Rauchwand Stufe 2 kann er lernen. Was haben wir hier? Raketensturm. Ha, das hört sich doch gut an. Weil wir werden jetzt den guten Simon ein bisschen in der Gruppe lassen, tatsächlich. Habe ich jetzt mal so beschlossen. So, jetzt möchte ich trotzdem bei Zagram nochmal gucken, ob er was kann. Sieht nicht so aus. Und die gute Kisala. Auch erstmal nicht. Okay. So sei es. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Was haben wir hier? Da vorne ist die Insektron-Turnierhalle. Okay. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer vom Insektron. Ehrlich, gar keinen Plan davon. Hauptsache mal Teleporter aktivieren.
aber ich denke, ich werde mich ein bisschen in das ganze Thema reinfuchsen für dieses Let's Play. Wir haben ein Geschäft sogar. Wenn du am Turnier teilnehmen willst, musst du dir eine Insektron-Lizenz kaufen. Okay. Die kostet 3000. Nö, kaufe ich jetzt erstmal nicht. Nö. Ist mir dann jetzt doch noch nicht so viel wert. Is this? Hey, it's you again. So you're gonna be in the Insectron tournament, huh? This is the Insectron stadium? Huh. Nice place. It's the hottest competition in the galaxy right now. Oh yeah, the other day I found a great insector on Jiraika. Thanks to it, I've gotten as far as the D rank champion. Pretty cool, huh? Really? Well, that's great. First you gotta start at the bottom, E rank, and work your way up. I'll see you in the D rank finals. All right then. You better watch out. Just make sure you get to D rank before I get too old and have to retire, okay? Anyway, I'll be waiting for you. Make sure to train some good insectors. See ya. Okay, geh weiter deine Pokémon fangen. Ich weiß nicht warum, aber der Typ muss ich immer entweder an Pokémon oder an hier, wie hieß der andere Dreck? Nicht Beyblade, sondern hier. Es gab doch nochmal so einen Scheiß. Monster, irgendwas mit Monster. Nee, nicht Monster Hunter. Bakugan, jetzt. Genau, an Bakugan musste ich immer denken. Muss ich immer denken, wenn ich den Typ sehe. Okay, ja gut, das Insektenstadion ist mir jetzt im Moment eigentlich relativ wumpe. Da werden wir uns zu gegebener Zeit umsehen. Oh, hast du was anderes zum Verkaufen? Hier gibt's Insektron-Produkte. Okay. Okay, Zuchtgebler, Regenbogenmolch. Ha, den bräuchte ich zum Enthüllen. Da kaufe ich doch gleich mal alle drei. Diamant. Kaufe ich auch mal ein. Rubin, habe ich schon genug. Futterformel. Ah, ne. Lapis Lazuli habe ich auch ein paar. Dunkler Onyx brauche ich nicht. Feuerstein brauche ich nicht. Okay. Kaugummi. Kaufe ich auch mal drei Stück. Jagomilch kaufe ich auch mal zwei noch. Bonbons habe ich schon gekauft. Piratenkrog. Oh ja, das ist für Zegram sehr gut. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht alles kaufen. Jetzt, das reicht erstmal, glaube ich. Genug Kohle ausgegeben. Oh mein Gott. Ich glaube, das Insektron-Ding, das ist auch so eine Art Pokémon. Abklatsch, glaube ich, so ein bisschen. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich könnte darauf wetten, dass man da vielleicht auch eins der 7-Stern-Schwerter findet. Ich weiß es nicht. Jeden Tag vor den Läden rumzustehen, inspiriert mich dazu, selbst was zu erschaffen. Ja, dann tu's doch. Anstatt in den Läden zu stehen. Ich soll hierher kommen und etwas kaufen, aber ich habe vergessen, was das war. Was wohl schneller geht? Zurücklaufen und die Einkaufsliste holen oder sich erinnern? Okay. Was hat der gute Rand für uns? Wow. Wow! Alter! Waffen bis zum geht nicht mehr. Leuchtschlagstock. Wow. Holy Mother. Das sieht alles ziemlich gut aus. Also, das meiste zumindest. Stahlsatelliten, Flammendraken. Irrenspeer. Irrenspeer. Ja gut, den können wir noch nicht ausrüsten. Okay. Puh, ja. Das ist, glaube ich, erstmal, ja, too much information for me. Ich will lieber die Kiste öffnen. Bonbon erhalten, yay. Wir können keine Visa für intergalaktische Reisen ausstellen, da bist du hier falsch. Das dachte ich mir schon. Wo geht's hier entlang? Tut mir leid, im Moment haben wir zu tun, du kannst da jetzt nicht reingehen. Ha. Es scheint ein Gebäude wichtiger Art zu sein. Okay, ich würde sagen, wir werden jetzt in diesem Video, wir haben uns genug umgesehen, wir werden jetzt noch in die, ja, unser Visum ein bisschen aufputschen gehen. Und werden uns mal die gute Mio anschauen, die wir ja wahrscheinlich dann treffen werden. Schauen wir mal, ob sie wirklich so heiß ist, wie alle sagen. Oh ja. Ich meine, ich könnte auch mit Lilika hier rumlaufen, dann können wir uns die ganze Zeit ihren Arsch angucken.
Ja, wenn wir das möchten. Wir können leider nicht anzoomen oder so. Außer halt... Außer in die Ego-Perspektive, aber wer will das schon? Wer will das schon? Oh mein Gott. Riesenstadt. Was gut ist, weil das Spiel hat wirklich sehr, 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 sehr viel Inhalt. Das ist gut. Das ist okay. Deswegen ist es ein fucking JRPG. Es ist zwar natürlich schon recht linear, muss man halt dazu sagen. Aber man hat unendlich, schier unendlich Möglichkeiten, schier unendliche Möglichkeiten, was man in diesem Spiel tun kann. ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen übernommen mit dem Projekt, weil es vielleicht bei dem einen oder anderen schnell an Interesse verliert, aber who cares? Wenn man an Daytron denkt, denkt man an Schiffe, aber die stellen noch mehr her, nämlich Vibratoren. Geil. Vielleicht ist es eine Sexspielzeugfabrik. Piratenraumschiffe sind super, oder? Ja, klar. Die longardischen Luftmobile sind mega cool, findest du nicht? Weiß ich nicht, ich habe bis jetzt noch keinen aus Nahe gesehen. Weiß Gott. In letzter Zeit werden immer mehr Leute ins Gefängnis geschmissen, die gar nichts gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob die Kontrollen verstärkt werden, aber das geht zu weit. Aha. Interessant. Ich glaube, dieses Gefängnis wird für uns auch noch interessant werden. Was geht bei dir, Digga? Ich habe vergessen, wo wir uns treffen wollten. Das ist doch der Typ, oder? Wo seine Freundin hat ihn doch gesucht. Naja, egal. So, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite glotzen, ob es da was gibt vielleicht. Hey, Karl. Karl! Jetzt wo die Schule aus ist, will ich einfach nur noch spielen. Okay. Nein, nicht Lilika. Oh, Lilika, geh mir... geh mir aus dem Gesicht. Bleib hinter mir. Ich bin mit all meiner Sparnisse vom Land hierher gezogen und ich bleibe hier, bis mein Traum in Erfüllung geht. Doch ich sage euch nicht, was mein Traum ist, denn sonst wäre es kein Traum mehr. Alles klar. Da, 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 da. Mein Gott, so viele NPCs. Diese gruselige Gebäude ist der Gladius-Turm. Der Gladio-Turm? Ha! Man soll den Turm nicht betreten, nicht, dass ich da überhaupt reingehen wollte. Okay. Ruby? Sieht so aus, als ob in der Galaxiegesellschaft etwas vorgefallen wäre, was da wohl los ist. Weiß ich nicht. Fragen wir Richard. Serrat ist eine Informationszentrale. Das ist der beste Ort, um herauszufinden, was in der Galaxiegesellschaft so passiert. Okay. So, wir öffnen jetzt erstmal die Schatztrügelchen hier. Dreifachdosis. Oh, geil, Alter. Die kann ich mir nachher erstmal reinspritzen. Und Kaugummis. Alles gut. Jawohl. Du hast sowas von recht, Simon. Ich habe kein Wort verstanden, was du sagst, aber okay. Weil mein Fernseher zu leise ist. Die beiden da drüben sind wohl echte Mio-Fans. Ich kann bis hierher hören, wie sie von ihr schwärmen. Ach ja? Aber wenn wir Mio treffen, wir sollten mal zur Galaxiegesellschaft gehen. Okay. Die berühmteste Person in Serrat, das ist Mio von der Galaxiegesellschaft. Okay. Hope it all goes well. Moment kurz. So. Oh, was habt ihr zwei noch? Ich habe immer viel Arbeit, aber ich brauche Zeit für meine Familie. Ja, klar. Es ist schön, hin und wieder mal mit der Familie unterwegs zu sein. Okay. Haut rein. Viel Spaß dabei. So, wir werden uns jetzt Mio noch angucken in diesem Video. Im Westen der Stadt liegt das Rosenwerfer-Gefängnis. Da werden die Kriminellen von Serrat eingesperrt. Mach jetzt hör auf. Übrigens gibt es über das Rosenwerfer-Gefängnis jede Menge schräger Geschichten. Nun ja, das ist schon ein seltsamer Ort. Da denken sich die Leute nun mal allerlei verrückte Sachen aus. Okay. Hallo? Talk to me, Baby. Ganz Serrat liebt Mio. Es gibt Typen, die nur zur Galaxiegesellschaft gehen, um sie lächeln zu sehen. Okay. Ich bin ganz stolz, dass ich die Galaxiegesellschaft beschützen darf. Ich frage mich, ob das hier longardisches Ding ist, longardisches Territorium, oder ob es nur annektiert worden ist. Frage ich mich. Weil ich gehe mal davon aus, dass es longardisches Territorium ist, weil wenn hier alle nicht wirklich das Gegenteil behaupten. So, was haben wir hier drin? Ach, was. Diebesfalle? Nice. Schriftrolle 1 erhalten. Ich glaube, die Diebesfalle tut uns, glaube ich, Geld klauen. Kann das sein? Das Mädchen am Schalter ist der Inhalt unserer kollektiven Träume. M-I-O, Mio. Okay. Das ist die Galaxiegesellschaft. Hier gibt's Reisevisa und Reisepässe. Ach, jetzt hör auf. Okay, wir werden jetzt mal Mio kennenlernen. Ich möchte sehen, ob sie wirklich so geil
Okay. Sie sieht wirklich aus wie Miku. Nur mit rosa Haaren statt grünem Haar. Und sie kann singen. Oh, hi. We'd like to renew our travel visa. Number ZR-KJ1701. The Dorgan Arc. Oh, I'm so sorry. The Galaxy Corporation has, like, temporarily suspended visa renewals. Boo-hoo. Come back again, okay? Huh? What are you talking about? In case you haven't noticed, we've had a bit of a small problem, okay? Everyone, like, knows this already. Explain it so we understand. Eee! OMG, scary. Why, I oughta... Here! Come on! She's over here, Robert! Calm down, Henry! Hmm? Oh, it's Mio! I can't believe I'm seeing Mio face to face for the very first time! It's the real Mio! Mio live and in person! Smile! Huh? Oh, ciao, baby! How rude! Calm down! Have you lost your manners? Oh. Henry, could you take our picture? Cheese! Oh, this is the best day of my life! I'm Robert, member number 00756. Ha! That's nothing. I'm Henry, member number 00125. Oh my! I don't believe it! Both of you in the triple digits? Oh, you must really love little old Mio. I'm so happy. Ready? One, two... Lovely honey, Mio! Kawaii! Quit dancing around. Tell us why you can't renew our visa. You keep goofing around, and I'm gonna pulverize you! Whoa! Over here, troops! They're like over here! She's totally the one that did it! She said she was gonna blow me up or something! What? And these guys over here are her accomplices! Huh? That's not true! Shut up, you Draxian spy! No! Wait! Just listen to our side of the story! Gosh, it's so icky when a bad guy doesn't know what to give up. Like, I can't believe they'd try something like this. It's so totally lame. Good thing Zerard has Rosencaster Prison, though, huh? Thank goodness, too, or else they'd be weirdos like you everywhere. Go turn over a new leaf now, okay? Toodles! You'll regret this! That was a cinch. Aber was so leicht war. Ach, ich liebe einfach den Humor dieses Spieles. Es ist natürlich typisch japanisch, typisch Anime-like, aber ich find's einfach cool. Ja. Werden wir im Gefängnis landen? Hat der gute Zegrom uns schon wieder verlassen und hintergangen? Denn er war ja nicht bei uns. Das alles werden wir in der nächsten Folge herausfinden bei Let's Play Rogue Galaxy. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.